Liebe Vonsdorferinnen und liebe Vonsdorfer, gemeinsam mit unserer Sternsingergruppe begrüße ich Sie hier vor unserer Kirche recht herzlich. Wir möchten Sie über die heurige Sternsinger-Aktion informieren. Lange haben wir überlegt und uns beraten. Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen. Die Könige werden heuer in Vonsdorf nicht von Haus zu Haus gehen. Darüber sind wir sehr traurig. Wir brauchen in Vonsdorf 28 Teilgebiete, Sternsingergruppen. Und da melden sich heuer nicht genügend Kinder und Jugendliche, da mitmachen wollen oder dürfen. Wir verstehen das aber. Außerdem würden wir für jede Gruppe eine Begleitperson und eine Essenseinladung brauchen. Das, meinen wir, ist heuer auch nicht machbar. Wir hätten gerne für die Ärmsten der Armen einen Teil unserer Freizeit geopfert, aber wir möchten für die Weitergabe des Virus nicht verantwortlich sein. Wir bitten Sie, diese Entscheidung zu akzeptieren. Natürlich ist uns bewusst, wie viel Freude der Besuch der Heiligen Drei Könige bei den Menschen bewirkt. Und es tut uns wirklich leid, dass wir sie auch heuer wieder vertrösten müssen. Wie schon im Vorjahr möchten wir Ihnen aber per Video die Frohbotschaft von der Geburt Jesu Christi und den Segen für das Jahr 2022 übermitteln. Wir werden uns jetzt auf den Weg machen und das Kind in der Krippe besuchen. Das Gott den Menschen zugesagt hat, gilt für alle Menschen dieser Erde. Die Vision einer Welt, in der alle ein gutes und sicheres Leben führen können, unabhängig von Alter, Hautfarbe, Religion oder ethnischer Zugehörigkeit, braucht viele Begeisterte, die sich dafür einsetzen. Die katholische Jungschar macht das mit großem Engagement bei der Dreikönigsaktion. Heuer ist Amazonien ein Schwerpunktland. Indigene Völker werden in ihrem Kampf um den Erhalt des Regenwaldes unterstützt. Als grüne Lunge der Erde hat der Regenwald auch für unser Weltklima eine äußerst wichtige Bedeutung. Leider bedroht die brasilianische Regierung die Rechte der Indigenen. Großunternehmen dringen in geschützte Territorien vor, um Rohstoffe abzubauen. Die Zerstörung des Waldes schreitet voran. Dadurch schwinden die Artenvielfalt und unser wichtiger Sauerstoffspeicher. Die Partnerorganisation unterstützt die indigenen Völker, sich im brasilianischen Rechtssystem zurechtzufinden. Unterstützung wird auch im medizinischen Bereich geleistet, denn Corona hat auch diese Dörfer erreicht. Es liegt nun an uns, Solidarität mit diesen Menschen zu zeigen und einen Beitrag dafür zu leisten. Wir alle brauchen die Hilfe anderer. Und diese indigenen Völker brauchen sie ganz besonders. Schenken wir ihnen mit unserem Beitrag Hoffnung. In der Kirche werden wir für die Sternsinger-Aktion eine Ecke herrichten. Dort finden Sie wieder die Flyer der Dreikönigsaktion, die Segenspickel für das Jahr 2022, Weihrauch und auch eine Spendentasse. Natürlich können Sie auch in der Pfarrkanzlei Ihre Spende abgeben oder mittels Zahlschein eine Überweisung tätigen. Vergelt's Gott, möchten wir Ihnen schon heute dafür sagen. Jesus ist für uns alle als Licht in die Welt gekommen.
Gerade in dieser schwierigen Zeit benötigen wir alle dringend Licht. Licht in Form von Verstehen und Verstandenwerden, von Vertrauen und Zuwendung, aber auch von Hoffnung. Und wir möchten jetzt zum Jesuskind, das in der Krippe liegt, gehen. Denn dort liegt unser aller große Hoffnung. Ein Stern erhält die Dunkelnacht, hat Hoffnung in die Welt gebracht. Die Sternsinger kommen zu euch herein. Ich darf der König Kaspar sein. Ich habe dem Kind, dem Heil der Welt, das Gold als Gabe hingestellt. Euch will meine Gabe sagen, dass Gott des Glaubens soll ihr tragen. Als zweites trete ich hervor. Ich bin der König Melchior. Den Weihrauch brachte ich geschwind zum neugeborenen Gotteskind. Es sagt, nur die Liebe zählt. Wer sie besitzt, bewegt die Welt. Ich heiße Balthasar, auch mein Wort ist recht und wahr. Ich lege dem Kinde in der Krippe drin die Myrrhe zum Geschenk hin. Sie bedeutet Gottes Heil, es werde aller Welt zuteil. Für eure Gaben danken wir und wünschen euch den Frieden hier. Es gebe Gott euch seinen Segen im neuen Jahr auf allen Wegen. Ein Stern geht auf um Mitternacht, hat aller Welt das Licht gebracht. Ehre sei Gott in der Höhe. Liebe Fonsdorferinnen und Fonsdorfer, das Jahr neigt sich dem Ende zu. Es war wieder von der Pandemie geprägt und für uns alle nicht einfach. Einige von uns haben einen lieben Menschen verloren und trauern. Der andere wiederum hat diese Pandemie auseinandergebracht. Wenn wir aber ruhig darüber nachdenken, können wir sehr dankbar sein, dass viele Menschen sich so eingesetzt haben, dass wir diese Zeit doch gut gemeistert haben. Diesen Menschen gilt ein großer Dank. Nun haben wir Weihnachten gefeiert. Das Fest, dass Gott Mensch wird, in einem kleinen Kind, das in einem Stall geboren wird. Die Geburt eines Kindes schenkt immer neue Hoffnung und neue Freude. Gehen wir in dieses neue Jahr 2022 mit neuem Vertrauen und neuer Hoffnung hinein.
Helfen wir mit, dass die Menschen aufeinander zugehen, einander zuhören, dann wird es ein gutes Jahr werden.